Herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Heute soll es gehen um Kartenschrift, wie Sie schon lesen können. Und das ist natürlich eine der sehr, sehr wichtigen Bausteine, um aus einer Karte überhaupt eine Karte zu machen. Wir erinnern uns, eine Karte ohne Beschriftung ist, ohne eine nicht textlich erläuterte Karte, ist nur eine kartenverwandte Darstellung, eine sogenannte stumme Karte, die ganz, ganz selten überhaupt nur einen Sinn hat, meistens zu pädagogischen Zwecken. Wofür brauchen wir überhaupt Beschriftung, außer um die Definition zu erfüllen? Was ist also der genaue Zweck? Was macht die Schrift auf der Karte? Es macht Sinn, sich das ein bisschen näher anzugucken, denn es ist nicht alles es ist nicht ganz offensichtlich, was die Zwecke sind. Und wir können uns die drei Hauptzwecke merken mit dem Merkwörtchen Quod: Quantifizierung, Orientierung und Differenzierung. Quantifizierung bedeutet oder verweist auf all diejenigen Texte, die und Zahlen vor allem, die in Karten gedruckt werden, um Mengenangaben eindeutig zu machen und eben mit einer Menge in Verbindung zu bringen, die wir verstehen können, also mit einer Zahl zu versehen. Das können einfache Dinge sein, wie Höhenangaben, und komplexere Dinge, wie zum Beispiel Baumabstände oder Fließgeschwindigkeiten von Flüssen und ganz viele andere Dinge. Thematische Daten können auch in Zahlen direkt abgebildet sein, also vielleicht eine Einkommensgrenze und so weiter. Der Orientierung, dieser Part ist der erstmal uns am geläufigsten scheint, über den wir nicht zu viel nachdenken müssen. Aber es ist schlau, sich da nochmal differenziert mit auseinanderzusetzen, was wir auch tun werden. Also Orientierung, wo ist dieser Ort eigentlich? Ja, wenn ich weiß, wie alle Städte in der Umgebung heißen, dann kann ich eben dies nutzen. Einerseits, um mich, um diesen, den Karteninhalt in meinem mentalen Atlas sozusagen zu verorten, als auch die Realität mit der Karte abzugleichen und dann eben die grundsätzliche Aufgabe der Orientierung durchzuführen. Die Differenzierung erlaubt es, über Elemente der Kartenform, also der Schriftform, unterschiedliche Dinge zu unterscheiden. Zum Beispiel könnt ihr eine Hauptstadt besonders über die Schriftform ausweisen, ohne daneben Hauptstadt schreiben zu müssen. Ich kann aber auch Objektklassen tatsächlich einfach nur mit einem Text unterscheiden. Die Differenzierung, also Dinge, die ungleich sind, ungleich beschriften und damit eben auseinanderzuhalten. Gut. Wie soll der Vortrag oder wie ist der Vortrag gegliedert? Wir haben also die Unterthemen, wenn wir uns mit Toponymen befassen, was ist das überhaupt? Dann was sind erläuternde Bezeichnungen, Schulbegriffe? Ja, und dann, das ist sozusagen der Schatz an Worten, die wir auf die Karte bringen. Dann sprechen wir über Schriftform und dann einen großen Teil über Schriftplatzierung, so gegliedert, wie es da eben steht. Dann wollen wir noch ein paar Worte verlieren über Menge, Dichte und thematische Karten, über Schriftsystematen und auch ein paar Gedanken verschwenden an die Schrift als Modestatement. Also dass Schriften nicht nur Funktionen haben, die direkt mechanisch sozusagen ist, sondern auch eine Anmutungsqualität. Und da sollten wir zumindest mal einen Satz zu sagen, was wir dann ja auch tun. Oder was ich dann auch tue. Die Schriftplatzierung ist dann natürlich der handwerkliche Teil, wo Sie hier jetzt die Theorie erfahren, wo wir dann das in der Übung vertiefen können. Das ist auch immer wieder eine beliebte Frage in der Prüfung, kann auch schriftlich erfolgen. Gut, das sollte, glaube ich, erstmal klar sein. Wir wollen uns also jetzt erstmal klar machen, was packen wir, was haben wir denn an für einen Schatz an Worten, die auf die Karte müssen. Und ein großer Teil sind natürlich für das O in Quod die Ortsnamen, also für die Orientierung die Ortsnamen. Wie es hier steht, unter Ortsnamen versteht man nicht nur eben die Namen von Orten, also Siedlungen, sondern alle geografischen Namen. Und der Fachbegriff ist eben Toponym, abgeleitet von Topos Ort und Onoma Name aus dem Griechischen. Also Toponyme sind alle geografischen Namen, nicht nur die von Siedlungen oder Städten. Und die können wir unterscheiden. Und das ist jetzt, diese Unterscheidung hilft uns dann oder kann uns auch helfen, später dabei eine Schriftsystematik zu entwickeln, wo wir eben die unterschiedlichen Toponymsorten auch unterscheiden wollen. Also, wir haben Namen von Ortschaften. Das ist erstmal das Eindeutigste. Kassel, ne, ist so ein Ortsname. Oder eben Heppenheim. Namen von Gebieten, Gebirgen, Gewässern und vielen anderen Dingen. Ja?
Gebiete können Dinge sein wie die Schwalm, Gebirge logischerweise sowas wie das Erzgebirge, Gewässer kann die Fulda sein oder eben auch ein See wie der Edersee. Flurnamen hingegen sind etwas spezieller, die kommen in großen Maßstäben zum Tragen. Das kann sowas sein wie Dreieckwiese oder Gewannnamen können das auch sein. Also lokal, zum Teil sogar in den Alkesdaten, also in den Liegenschaftskatastern, enthaltene ganz kleinteilige Namen für einzelne Flurstücke oder Gewannungen. Mundartliche und hochsprachliche Namen sind ebenfalls zu unterscheiden. Das ist ein Bereich, auf den wir noch zu kommen haben, denn es ist gar nicht immer klar, was ist denn jetzt Mundart und was ist der hochsprachliche Name, weil es einem beständigen Wandeln unterliegt und ist somit eine der komplexesten Themen. Ein weiterer Bereich dieser Differenzierung dann des Ortsnamenschatzes ist die Unterscheidung von Exonymen und Endonymen. Exo, so wie Exoskelett, wie bei Aliens oder wie bei eben Insekten. Und Endoskelette ist das, was wir Menschen haben, also innen drin. Also bei uns innen drin sind die Knochen und nicht außen, wie bei einem Käfer zum Beispiel. So, wie ist das jetzt? Mundart und Hochsprache, hatte ich ja gesagt, ist nicht so offensichtlich. Naja, wenn wir uns anschauen, ein Ort wie Mannheim. Mannheim verstehen wir, kennen wir. Der Mannheimer sagt aber meistens Monnem dazu. So. Dort ist es ja erstmal klar, dass dort ein Teil des Wortes, des Ortsnamens, ein normales Wort ist, also Heim. Das heißt, wir erkennen, wenn das mundartlich verschliffen wird. Die Frage ist, bei einem Wort wie Zürich, das komplett ausgedacht ist, jetzt, zumindest für uns jetzt, das wird schon eine Bewandtnis haben, aber die ist jetzt erstmal nicht mehr erkennbar. Zürich ist also erstmal einfach nur ein Eigenname. So wie Erwin, dass man nicht direkt erkennen kann, was verschliffen und was der neue Eigenname ist. Wenn wir eben in Zürich sind, dann stellen wir fest, dass die Züricher das gute Stück ihrer Heimat Züri nennen. Und tatsächlich sogar in offiziellen Schriftstücken und zum Beispiel bei der Müllabfuhr tatsächlich Züri als Toponym benutzen. Die Frage ist, ist das noch Mundart oder ist das schon Hochsprache? Und ist Zürich nicht sowieso auch schon mal eine ehemalige mundartliche Variante von einem anderen Namen oder einem längeren oder schwieriger auszusprechenden Namen gewesen. Das finden wir zum Beispiel ja bei München. Wenn wir uns München, das scheint uns jetzt der hochsprachliche Name zu sein. Ursprünglich heißt das gute Stück aber Munichingen, ja, Munichingen. Und das geht eben zurück auf die Mönche, auf Mönche. Das hat also der normale Wortstamm ist nicht mehr so gut zu hören. Mundartlich heißt das gut, heißt München aber Minga. Die Frage ist also, wo ist diese Trennung? Und da muss man eben sich immer an den aktuellen Sprachgebrauch orientieren und eben diesen Gepflogenheiten folgen. Besonders spannend wird es eben, wenn wir diese mundartliche Entwicklung haben. Also aus Munichingen wird München und vielleicht stehen in 200 Jahren, das steht dann tatsächlich Minga im Atlas. Das ist also denkbar. Muss nicht so kommen, könnte aber so kommen. Diese Problematik der mundartlichen und hochsprachlichen Namen trifft besonders zutage, oder nicht besonders, aber unter anderem auch zutage, wenn wir über Exonyme und Endonyme reden. Also wollen wir mal vielleicht zurückgehen hier auf diese Übersicht. Exonyme und Endonyme sind ja eben, so wie das Exoskelett von außen ist, sind die Exonyme diejenigen Ortsnamen, die von einer anderen Kultur oder von Nicht-Muttersprachlern oder Nicht-Einheimischen, also die über diese Or für diese Orte benutzt werden. Um beim Beispiel München zu bleiben, ist das englische Exonym für München Munich. Wenn wir aber sehen, ist Munich Munich geschrieben, ja sehr nah dran an dem alten hochsprachlichen Namen Munichingen. Ebenso interessant ist es, wenn wir uns anschauen, was ist das Exonym für München italienischerseits. Die Italiener sagen zu München Monaco. Ja, und da denken sie sich ja, wie, aber Monaco gibt es ja nun auch nochmal als Stadt. Ja, richtig, aber von der Wortbedeutung Monaco, das geht auch wieder auf Monast, also über auf die Mönche zurück, ja, also Mönchsort, wenn man so will. Und für den Italiener ist das überhaupt gar kein Problem, denn
Das war mal zu der Zeit, wo zum ersten Mal viel Handel und Schriftverkehr mit München dann aus italienischer Seite aus, von italienischer Sicht aus bestand oder der entstand, war das der richtige, korrekte, hochsprachliche Name. Und den hat man dann nur mit einer lateinischen Endung sozusagen, mit einer italienischen Endung versehen. So ist es auch mit Munich, ja? Also die Engländer haben schon lange Kontakt mit München, als es eben noch Munichingen hieß, und haben das eben bei sich als hochsprachlichen Namen beibehalten. Und bei uns hat sich die Sprache aber weiterentwickelt. Und dann denken wir, warum nennen die das denn so komisch? Ist das wegen der Aussprache? Nein, nicht zwingend. Der Amerikaner oder der Engländer zum Beispiel hat als Exonym für eine Stadt, die vorher nicht wichtig war, vor dem Zweiten Weltkrieg, war die keine Wichtigkeit in der Art, also dass es ein eigenes Exonym dafür gegeben hätte, Bad Kissingen. Ja? Also da muss jetzt der Amerikaner und Engländer muss immer Bad Kissingen sagen, weil das Exonym ist gleich dem Endonym. Die müssen halt Bad Kissingen versuchen es halt irgendwie auszusprechen. Eben, weil kein Kontakt groß war oder keine Notwendigkeit vorher da war. Jetzt, nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es eben viele amerikanische Soldaten, die da stationiert waren. Deswegen kennen die jetzt auch alle Bad Kissingen. Ja? Oder Heidelberg, was das angeht. Aber wie gesagt, es gibt für viele große Städte oder also Städten in den Grenzregionen oft Exonyme. Und die große Frage ist dann immer, welchen Ortsnamensschatz wähle ich denn, wenn ich eine Karte mache? Das heißt also, wenn wir eine Karte über Deutschland machen, gut, dann nehmen wir die Endonyme, das ist erstmal klar. Machen wir aber Karten über andere Regionen, dann ist die Frage, nehmen wir die deutschen Namen, die wir kennen, oder die Eck, also die Endonyme? Nehmen wir die Ex unsere Exonyme, die deutschen Exonyme, zum Beispiel von Warschau, sagen wir dann Warschau, oder sagen wir dann das polnische Endonym Warszawa, ja? Oder sagen wir Belgrad oder Beograd, ja? Für Belgrad, also ja, macht ja Sinn. Das sind also wichtige Fragen, die einerseits mit der Aussprache und Gewohnheit zu tun haben, aber auch natürlich ganz, ganz schnell, insbesondere wenn wir in die Geschichte gehen, insbesondere wenn wir uns die deutsche Geschichte angucken, aber das gilt natürlich überall mit wechselnder Wichtigkeit, hat das natürlich auch eine politische Dimension. Also zum Beispiel die Stadt Zagreb ist, das wäre, also Zagreb ist dann die kroatische Hauptstadt. Da können wir einfach Zagreb sagen oder Zagreb meinetwegen, kann man genauso schreiben, oder man kann den alten deutschen Namen nehmen, Agram. Ja? Und dann würde man eben schon eine politische Aussage treffen. Ne? Und zwar eine, die dann eher revanchistisch ist. Also nach dem Motto, ja, das gehört eigentlich auch noch alles irgendwie zu Österreich oder zu Deutschland oder sowas. Oder bei Stettin zum Beispiel. Stettin ist natürlich jahrhundertelang unter Stettin bekannt gewesen, aber spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg dann eben heißt Tschetschen. Ja? Wohnen ja auch keine Deutschen groß mehr da. Und wenn man dann das also eine Karte dazu macht, dann kann das natürlich ganz schnell eine politische Dimension erhalten. Die muss nicht immer eindeutig in irgendeine Richtung sein, sozusagen nach dem Motto, wenn man die alten Namen benutzt, dann ist das gleich böse. Das kann ja auch sinnvoll sein. Zum Beispiel sind ja noch sehr viele Deutsche geboren in Gebieten, die eben nicht mal zu Deutschland gehören, und dann haben die eben, wenn man jetzt wissen will, wo sind die denn tatsächlich geboren, dann hilft es ja nichts, wenn man dann das heutige Endonym nimmt, wenn aber das damalige Endonym, meinetwegen Lauenburg in Pommern, ja, wenn da jetzt jemand das in der Geburtsurkunde stehen hat oder das irgendwie anderes wichtig wird, dann muss man ja auch irgendwie eine Karte haben, wo man dann nachgucken kann, wo ist denn Lauenburg in Pommern? Das heißt ja jetzt Leeborg, ja, so und solche Dinge. Ne? Also da gibt es einmal eine praktische Dimension, was Exonyme gegen Endonyme, diese Wahl angeht. Und eben politische Dimensionen, die man nicht vergessen darf. Also manche Namen haben eben signalisieren einen Besitzanspruch, und da muss man eben dann sehr, sehr vorsichtig sein, beziehungsweise natürlich dann warnen, wenn man da irgendwas sagt, was dann nicht, also als Kartenzeichner eine Nachricht verbreitet, die man vielleicht gar nicht verbreiten will. Gut. Sie sehen also, es gibt Exonym und Endonym gibt es eigentlich noch unterschiedliche Kategorien. Einmal die sozusagen nur in der Aussprache, aber von der Bedeutung eigentlich das gleiche Wort noch sind, oder eben einen komplett anderen Wort. Zum Beispiel, was haben wir da? Mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, ja gut, die genannten, die sollten Ihnen ja schon einen Indiz geben. Agram ist, glaube ich, und Zagreb, da sieht man genau, dass es was ganz anderes ist. Oder
Ljubljana und Laibach zum Beispiel, nicht? Also das ist, glaube ich, klar. Oder im gesamten Bereich des ungarischen Sprachgebiets, das sind also natürlich viele Teile Ungarns, sind natürlich an Rumänien, an Slowakei und so weiter schon nach dem Ersten Weltkrieg abgetreten worden. Und wenn man da dann den ungarischen Namen nimmt, dann würde man sozusagen auch revanchistischen Ideen Folge leisten oder halt auch einfach nur in der damaligen Zeit das richtig dann machen, je nach Kontext. Also da muss man aufpassen mit Schießhund und das ist eine unserer Aufgaben als Kartenersteller, immer da die richtige Wahl zu treffen. Wenn man könnte jetzt sagen, man nimmt immer einfach nur die Endonyme, also so wie die Leute, die da jetzt gerade wohnen, das so gerne haben und das nennen. Das hat ist natürlich eine einfache Variante, so macht das OpenStreetMap zum Beispiel in der Haupt Variante. Hat das Problem, wenn dann eine andere Schrift kommt, können die meisten Leute das nicht lesen. Also die in dieser Schrift nicht mächtig sind. Das heißt, man kommt dann zu Doppelbeschriftungen gegebenenfalls oder zu schwer verständlichen Karten. Also zum Beispiel mein Atlas, die deutsche Ausgabe vom Bertelsmann Atlas, den ich hier stehen habe, der hat zum Beispiel überall die Endonyme, wird dann aber im arabischen Sprachraum dann schwierig. Ja? Also dann noch was zu finden. Und da kommen wir dann zu der Folie. Die Frage ist dann, wenn ich also verschiedene Schrifttypen habe, schreibe ich dann, wenn ich eine Doppelbeschriftung mache, wie das hier in dieser Kalten Kriegskarte ist, schreibe ich dann in der Schrift, die mir bekannt ist, in dem Falle war das jetzt eine Schrift für russische Lkw-Fahrer von Teilen der DDR, also das ist jetzt Frankfurt an der Oder, schreibe ich jetzt dann nur die Buchstaben um. Also mache ich 1 zu 1, zum Beispiel schreibe ich dann für Kairo, schreibe ich dann da Al-Karira, oder schreibe ich Kairo hin in der lateinischen Schrift. Ne? Also wenn auf Arabisch da Al-Karira steht für Kairo, schreibe ich dann, oder für Alexandria noch deutlicher, das ist dann Al-Alexandria auf Arabisch, schreibe ich das dann auch in den Lateinischen, schreibe ich dann Alexandria oder Alexandria. Ne? Also ich glaube, das ist klar geworden, was ich meine. Und hier an diesem Beispiel sehen wir das, da das für Lkw-Fahrer gemacht wurde, für Manöver und Kriegszwecke aus dem ist, weil diese 1 zu 200.000er sind tatsächlich nur die deutschen Buchstaben ins kyrillische Alphabet übertragen worden. Das können Sie zum Beispiel sehen bei Rosengarten. Na, Rosengarten, da kann man das ganz gut sehen, ne? Dass da auch einfach nur in Kyrillisch dann Rosengarten steht, damit eben das mit den Ortsschildern in Einklang gebracht werden kann, wenn man da irgendwo umherfährt. Oder bei Wüste Kunersdorf, etwas weiter im Norden. Ne? Das ist auch Wüste dann einfach nur umgeschrieben und nicht etwa das russische Wort für Wüste oder das russische Wort für Rosen, könnte man ja auch machen. Das wäre dann das Exonym. Aber hier sind tatsächlich die Endonyme einfach nur umgeschrieben worden. Gut, also diese Problematik, die haben Sie jetzt hoffentlich, da sind Sie jetzt sensibilisiert für und da sind Sie ja meistens dankenswerte in der Situation, das nicht selber entscheiden zu müssen. Sie haben ja meistens einen Vorgesetzten oder einen Auftraggeber, den Sie fragen können, was er denn gerne hätte. Gut, oder was Ihre Institution vorsieht für diesen Kartentyp, den Sie erstellen sollen. Gut, neben den normalen Ortsnamen haben wir eben noch erläuternde Bezeichnungen. Also nicht nur Gebirge und so weiter und so fort, sondern auch Dinge, die zur Sacherläuterung dienen, die eben die Differenzierungsfunktion über die Orientierungsfunktion stellen. Das können zum Beispiel Schiffsstationen sein, eine Haltestelle, eine Spinnerei, eine Fabrik, ein Gaswerk oder ein Kältepol. Ja, also da, wo es besonders kalt ist oder der kälteste Ort in der Umgebung. So, das kann dann alles auf der Karte stehen und hat dann nicht so viel Orientierung, sondern eben Erläuterungscharakter. Zu wissen, ah, dieses große Gebäude ist eine Fabrik. Weiterhin sind Schulbegriffe enthalten. Das sind länderkundlich-geografische Begriffe, die nicht von den Menschen, die dort wohnen, oder auch von Händlern, die vorbeigekommen sind, oder von Freunden und Bekannten oder Eroberern benutzt werden, sondern die sozusagen aus der Wissenschaft oder zumindest aus der Erdkunde kommen. Und da kennen Sie auch schon ganz viele von. Zum Beispiel die Oberrheinische Tiefebene. Ja, niemand sagt ja, ich wohne in der Oberrheinischen Tiefebene. Oder naja, vielleicht sagt man das, aber es gibt da kein mundartliches Wort für. Oder Schwäbisch-Bayerische Hochebene. Das jetzt mal im Kontrast zu Schwarzwald. Schwarzwald ist ein echtes Toponym und kein Schulbegriff. Ja? Okay. Oder die Schwäbische Alb. Ja, das ist die Alb auf der Alb, ja, da kann man wohnen, aber auf der schwäbisch-bayerischen Hochebene
Da kann man vielleicht irgendwelche Bodenkunde treiben, aber das ist kein eingeborener Begriff, wenn man so möchte. Der Sunbelt ist ein bisschen umgangssprachlicher, aber bezeichnet eben diejenigen Staaten in den USA, in die Rentner oft ziehen, weil es dort schön sonnig ist. So Florida und Georgia und so eine Sachen. Berner Jura, ja, auch ein klassischer Schulbegriff, eben aus der Geologie. Ein Teil eines Gebirges wird der so genannt in der Schweiz. Oder die zyklonale Westwind trifft. Ja? Zyklonale Westwind trifft, die uns, die jetzt gerade, wenn ich rausgucke und hier minus 10 Grad habe und wir haben Ostwind, die zurzeit gerade nicht läuft, aber die wird irgendwann wieder anlaufen. Gut, oder das Südpolarbecken. Das sind also Beispiele und wenn Sie gar keins von all denen kennen, den Golfstrom kennen Sie alle. Ja? Der Golfstrom. Ganz klassisches Schulbegriff. Cool. Nachdem wir jetzt den Ortsnamen Schatz besprochen haben, also die Menge an Toponymen und Schulbegriffen und so weiter, die wir hineinbringen können, plus all die quantifizierenden Zahlen und Differenzierungsbezeichnungen, können wir uns jetzt langsam befassen, ja, wie sieht das Ganze denn aus? Und da brauchen wir ein paar Begriffe. Hier, das sind so die gängigsten und da wir meistens mit Software arbeiten, die auch Englisch arbeitet, sind die englischen Begriffe da sehr nützlich zu kennen, weil auch die Schriftarten meistens mittlerweile englisch benamst werden. Also wir unterscheiden einmal die Schriftart, die Schriftbreite, den Schriftabstand, die Schriftstärke und noch weitere einzelne Schriftattribute. Die Haupt drei Schriftarten, die wir haben, sind einmal die Groteskschrift ganz links, die Antiqua und die Frakturschriften. Dabei ist wichtig zu wissen, dass die älteste ist tatsächlich die Antiqua, deswegen heißt sie so, in dem Sinne die älteste, weil sie nachempfunden ist den Inschriften auf römischen Denkmälern und Schrifttafeln. Ja, da kommen die großen Buchstaben her und die kleinen Buchstaben sind davon abgeleitet. Und weil eben dort gemeißelt wurde, die sind eben nicht aus Papyri oder so entnommen, sondern weil da gemeißelt wurde, haben die immer diese sogenannten Serifen, also diese kleinen Ausbuchtungen, zum Beispiel am A, wenn Sie sich das angucken, das steht ja auf so Füßchen. Und diese Serifen, die geben dem Ganzen den klassischen Antiqua-Look. Die Frakturschriften, ich merke mir das immer so als gebrochene Schriften, wobei das nicht ganz stimmt, aber so für unsere Zwecke können wir uns das so merken, weil eben zum Beispiel, wenn Sie sich den A-Bogen angucken, beim kleinen A ist das A kein runder Bogen, sondern gebrochen, immer so eckig, ne? Frakturschriften. Diese ganzen gebrochenen Schriften, die vielleicht dem einen oder anderen irgendwie von der Anmutungsqualität irgendwie besonders altdeutsch oder germanisch oder irgendwie so vorkommen, die wurden in ganz Europa, ja, hunderte Jahre lang benutzt und sogar auf Karten. Das hat man dann recht schnell, also Mercator hat schon dagegen gewettert, weil er die nicht so lesbar fand. Deswegen ist in der Kartografie recht schnell die Antiqua-Schrift beherrschend geworden, selbst wenn alle anderen Bücher bis in den Zweiten Weltkrieg hinein in Fraktur gedruckt wurden und gesetzt wurden, zumindest in Deutschland. Tatsächlich ist es so, dass wenn es um die Anmutungsqualität geht, müssen wir uns muss man erwähnen, dass die Frakturschriften in Deutschland tatsächlich von den Nazis abgeschafft wurden, weil die gesagt haben, so, das sind also altertümliche Buchstaben und wir sollen was ganz Modernes sein. Also die Nazis haben sich selber als modern empfunden und wollten dann diese Schriften dann nicht mehr haben. Einige haben auch rumtheoretisiert, dass die Frakturschriften besonders jüdisch seien und aus diesem antisemitischen Impuls dann nochmal eine zweite Ablehnungsdimension für Frakturschriften entwickelt haben. Das ist also ganz wichtig. Natürlich heute ist die Anmutungsqualität ein bisschen anders. Wenn jemand so besonders deutsch daherkommen will, dann benutzt da gegebenenfalls so eine Frakturschrift. Wir brauchen uns da meistens nicht viel Gedanken machen, weil in der Kartografie, wie gesagt, seit Mercator Frakturschriften fast nicht mehr benutzt werden. So, insofern ist die große Entscheidung, die wir treffen müssen, nehmen wir Antiqua-Schriften oder Grotesk-Schriften. Und da können wir die ganz einfache Antwort erstmal sagen, ja, wir nehmen beides. Grotesk-Schriften gehen ja zurück auf, also die serifenlosen Schriften, auf die Moderne, wenn man so will. Also da haben die sich durchgesetzt und man hat eben sich davon mehr Klarheit und Lesbarkeit erhofft. Das ist. Ja, da werden wir noch ein paar Experimente zu sehen.
Auf jeden Fall haben die eine gewisse Stärke und sind in Form der Balkenschrift in der deutschen Kartografie auch schon lange im Einsatz. Die Antiqua, da wird meistens die römische Antiqua genommen in der deutschen amtlichen Kartografie, aber jede andere Antiqua tut natürlich auch ihren Dienst. Und tatsächlich kann man die auch gut zusammen verwenden, um eben auch nochmal eine Möglichkeit haben, über die Schriftart Unterscheidungen zu treffen. Achso, ganz wichtig noch, es war ganz lange, wenn Sie vielleicht eine alte Bibel oder ein Gesangsbuch oder was weiß ich haben, das in Fraktur gesetzt ist, kommt Ihnen das vielleicht sehr eng gedruckt und unleserlich vor. Aber man muss sagen, dass auch in Großbritannien und überall in Europa hat man für viele Jahrhunderte fest dran geglaubt, dass die Frakturschriften viel besser lesbar sind. Also da hatten die Leute das Gefühl, okay, ich kann das viel flüssiger lesen, als ich jetzt eine Antiqua lesen kann. Das kam den Leuten damals irgendwie umständlich vor. Was aber schon immer gemacht wurde, war, wenn irgendwo Latein stand, hat man dann Fraktur gehabt und der lateinische Text war dann in Antiqua gesetzt. Ja, das ist also da eine ganz wichtige Dimension. Gut, also da die ersten Unterscheidungen, die wir schon treffen können. Heutzutage würde man, ist die Wahrnehmung, dass man Antiqua-Schriften gut nehmen kann für längere Texte und Grotesk-Schriften für so Schilder oder sowas oder für kürzere Texte. Das unterliegt aber einem Wandel der Lesegewohnheiten und am Bildschirm liest man zurzeit sehr viel Grotesk-Schriften. Aber auch das ist Wandlung unterworfen, je nach Mode und so weiter. Da werden wir noch ab und zu drauf verweisen. Gut, was gibt es noch? Es gibt die Schriftbreite, die kann normal, eng oder breit sein. Ich glaube, das erklärt sich erstmal selber. Wichtig ist, da die englischen Begriffe zu kennen, also condensed und extended. Und wenn man diese Fachbegriffe benutzt, dann haben die auch eine gewisse typografische Bedeutung. Wir heißen, dass es da um bestimmte Prozentsätze geht, wie breit das bedeutet. Es gibt nämlich noch ultra-condensed zum Beispiel. Eine meiner Lieblingsschriften ist die Univers ultra-condensed. Und die hat dann auch eine Univers-Nummer. Aber wie eng die läuft, also wie eng die gedruckt ist, die Schriftbreite, das ist eben damit dann zu kennzeichnen. Gut, der Schriftabstand ist davon zu trennen. Also die Abstände zwischen den Buchstaben können normal komprimiert oder spationiert, also gesperrt sein. Sperrung von Texten benutzen wir zum Beispiel auch, um Flächen Bezeichnungen gut in die Karte zu bringen. So, dann die Schriftstärke. Auch dort sind diese Stärken definiert. Also das bedeutet dann nicht nur irgendwie allgemein, dass es eine dünne ist, sondern das gibt dann einen Schriftsatz für meinetwegen die Balkenschrift im H-Strich, Balkenstrich in fein und normal und halbfett und fett. Ja? Und auch dort die englischen Begriffe. Normal heißt hier Roman auf Englisch, eben weil es da verweist auf die Schriftstärke, die man kennt für die Antiqua, die man aus den Inschriften entnommen hat. Weitere Schriftattribute ist die sogenannte Lage. Die steht hier nur als kursiv italic. Dort aber auf Deutsch unterscheiden wir die Lage vorwärts liegend. No, also normal, das ist dann einfach gerade. Das sind also die oberen Bereiche hier sind alle in normaler Lage. Das wäre vorwärts liegend. Und dann gibt es noch rückwärts liegend. Ja, rückwärts liegend ist dann sozusagen von links oben nach rechts unten. Und so werden in Deutschland vor allem Gewässer gekennzeichnet. Also da gibt es auch eine eigene Schriftart. Rückwärts liegende Antiqua und rückwärts liegende Grotesk, beziehungsweise Balkenschrift und römische Kursiv. Die dann rückwärts liegt. Das ist also die Lage. Und das ist im Englischen fast unbekannt, wird nicht benutzt, aber für Gewässer, insbesondere für Flüsse in Deutschland sehr, sehr, sehr üblich und ein netter Zug, wenn man die Schriftart hat. So, weitere Schriftattribute sind hohl, das ist, glaube ich, klar, eine Outline-Schrift. Das kann gut wirken, wenn ich ansonsten ein sehr dunkles Kartenbild habe. Kapitelchen, das sind also, wo die kleinen Buchstaben die Höhe der kleinen Buchstaben haben, aber das Aussehen von Großbuchstaben, das nennt man Kapitelchen. Auf Englisch heißt das dann Small Caps, also Small Capitals, Small Caps. Unterstreichen, ganz, ganz wichtig, ich kann es gar nicht oft genug sagen, ich habe es schon mal erwähnt. Unterstreichen machen wir heutzutage fast gar nicht mehr. Das kommt aus der Zeit der Schreibmaschine
und der Handschrift, wo ich nicht einfach einen Fettdruck machen kann. Aber wir haben ja jetzt am Computer halbfette Schriften, fette Schriften, so viel wir wollen in allen Varianten. Und deswegen brauchen wir zu einer Betonung nicht mehr unterstreichen. Also, Kartenüberschriften niemals unterstreichen, in Fließtexten Kapitel niemals unterstreichen, raus, raus, raus. Ne? Das sieht unprofessionell aus. Das hat man früher halt entweder mit Hand oder mit der Schreibmaschine dann hingetippert, damit man eine Betonung hatte. Da hatte das alles seine Richtigkeit und Bewandtnis. Macht man heutzutage nicht mehr. Die Mode mag sich irgendwann ändern, aber heutzutage ist es, zurzeit ist es immer noch so, keine Unterstreichung. Außer jedoch, wie auch die Fraktur vielleicht ab und zu mal benutzt werden können für eine besondere Differenzierung. Also wenn wir jetzt, und da ist die Unterstreichung viel häufiger, also wenn wir zum Beispiel eine Hauptstadt nehmen oder eine Kreishauptstadt und deren Namen unterstreichen, dann haben wir also eine zusätzliche Dimension in unseren Schriftformen, um eine Schriftsystematik, eine Variation eben zu darzustellen. Gut, Hoch- und Tiefstellen ist, glaube ich, eindeutig und logisch. Gut, jetzt noch mal ein paar Faustregeln. Ich hatte da viele schon erwähnt, will ich jetzt hier noch mal in den Folien noch mal kurz durchgehen. Also Antiqua haben einen deutlichen Unterschied mit Serifen, haben einen deutlichen Unterschied zur Kartengrafik. Die Kartengrafik ist ja heutzutage vor allem, also es geht jetzt sozusagen von der Standard topografischen Karte, wie sie modern ist, oder die Karte, die Südamerika-Karte, die sie gerade gemacht haben, hat ja ein sehr nüchternes, unverschnörkeltes Kartenbild. Und da ist Serifenschrift hat einen deutlichen Unterschied. Kann gegebenenfalls altmodisch wirken, ist im Kartenbild aber gut zu lesen. Groteskschriften hingegen haben eine starke Ähnlichkeit mit der Kartengrafik und wirkten modern. Das ist natürlich die Frage, wenn etwas seit 1920 modern sein soll, wir sind jetzt 2021, ja, vielleicht ist das irgendwann vorbei und dann sind andere Sachen modern. Ja? Aber das wird ja so zugeschrieben, dass das modern oder ein bisschen technischer aussieht. Und sie hat eine gute Anpassung an das Kartenbild. Also ist vielleicht nicht ganz so gut lesbar wie die Antiqua, aber passt harmonisch gut rein. Und das werden Sie an Beispielen dann immer wieder sehen können. Also seien Sie jetzt ab jetzt, gehen Sie bitte mit offenem Blick und gucken auf alle Karten. Oh, wie ist die Antiqua da eingesetzt? Wie ist die Groteskschrift da eingesetzt? Ah ja, so kann man das machen, so kann man die unterschiedlich einsetzen. Hier mal ein Bild zu einer der berühmtesten Groteskschriften, die Futura von Paul Renner von 1927, auf der ganz viele andere Groteskschriften dann basieren. Und wie Sie sehen, kann man das, je nachdem welchen Blickwinkel man hat, was man in letzter Zeit gesehen hat, kann das altmodisch wirken. So wenn man jetzt, oh, Bauhaus, alter Zopf oder was, kann man denken. Oder man denkt, ja, klar, hier ohne Serifen, so und dieses Q, das können wir fast schon direkt als Logo nehmen. Ne? Das ist also Unterschiede in der Deutung. Ne? Die sieben auch ganz elegant. Also ich empfinde das immer noch als modern, aber wenn das jemand nicht tut, und das hängt eben, wie gesagt, davon ab, was sieht man den ganzen Tag. Es gibt andere Groteskschriften, zum Beispiel die Super Grotesk, die in der DDR benutzt wurde. Die, wenn ich die sehe, sehe ich sofort, ah, dann sieht das sofort für mich dann altertümlich aus, weil mich das an DDR-Bücher oder DDR-Schriftstücke erinnert. Und dann weiß ich, okay, das kann nur aus den 60ern bis 80ern irgendwie kommen. Und das ist also eine komplexe Situation. Da müssen Sie einfach dann auf Ihren Geschmack oder den Ihres Auftraggebers zurückgehen. Ist das gerade modern oder sieht das gerade altertümlich aus? Na, auch die Futura kann man als altertümlich empfinden. Auch die Helvetica, die ja noch ein viel wichtigerer Vertreter der Groteskschriften ist, kann absolut der heiße Scheiß sein oder eben abgedroschen. Das entwickelt sich dann immer. Gegenbeispiel, hier, die von Claude Garamond entwickelte Antiqua aus dem 16. Jahrhundert ist seit, ja, zumindest vor 10 Jahren war das der heiße Scheiß auf Webseiten. Ne, weil viele Apple-User die benutzt haben, die Garamond-Schrift. Und ja, die wirkt immer noch zeitlos für mich. Kann gut sein. Andere Schriftarten, die vielleicht Ihnen bekannt sind, ist die Impact. Impact kennen Sie von den Memes. Warten Sie mal, finde ich die? Na, die hier kennen Sie, ne? Man does not simply get rid of Impact. Ne? Das ist die Impact-Schriftart. Und die wirkt dann ja auch irgendwann abgedroschen. Okidoki. Gut. Hier mal ein Beispiel, wo ein Experiment gemacht wurde für die Oxford University Press und die Monotype Corporation. Also die ganzen Schriftarten, die gehören ja immer irgendeiner.
Firma. Und diese Firmen, die lassen sich das natürlich teuer bezahlen. Das war früher noch viel wichtiger, weil die tatsächlich dann in Bleilettern gegossen wurden, als riesige Setzkästen dann verbreitet wurden für den Schriftsatz und Buchdruck. Heutzutage sind die alle elektronisch, aber dennoch, wenn man das ordentlich macht, muss man sich die Schriften lizenzieren lassen, damit die auch wirklich ein gutes Kerning haben, dass die Schriftabstände ordentlich sind und dass alles gut aussieht. Da hat man Experimente hier gemacht und hat mal komplett den gleichen Ausschnitt einmal in Grotesk und einmal in Antiqua gesetzt. Ich glaube, rechts ist es sogar ein Univers in verschiedenen Variantenschriftformen. Und links ist es, glaube ich, einfach eine Times New Roman. Ja, Times wie die Zeitung, New, also irgendwie neu geschnitten. Und Roman eben eine Antiqua in normaler Lage und so weiter. Und die ist natürlich da ein bisschen variiert auch. Gut, da können wir normalerweise immer eine schöne gemeinsame Arbeit machen. Ich werde es kurz zusammenfassen, also können Sie auch mal ganz kurz angucken, wie Sie so den Unterschied finden. Und übliche Antworten sind dann, dass man findet, dass es links irgendwie leichter aussieht, also leichtgewichtiger, nicht so schwer. Hier ist die Kartenschrift aber gut unterscheidbar und lesbar, aber sie nimmt in der rechten Variante mehr Platz ein. Weil die Grotesk-Schrift einfach mehr Raum greift. Die Buchstaben sind sozusagen größer. Die Serifenschrift kann eleganter und kleiner dann wirken und auch tatsächlich dann kleiner sein. Wobei dann hier, wenn Sie sich anschauen hier bei Saint-Quentin, da kann man sehen, dass wir eine Grotesk-Schrift kleiner drucken können. Also obwohl in der gleichen Schriftgröße die Grotesk-Schrift hier in dem Falle mehr Platz verbraucht als die Serifenschrift, kann ich eine Grotesk-Schrift, weil sie besser lesbar ist und keine Serifen hat, die kleiner, die man noch erkennen müsste, kann ich sie insgesamt kleiner drucken. Also das ist ein komplexes Wechselspiel, was sie eben bedenken müssen, was man am besten eben ausprobiert. Und hier wurde das ganz streng gemacht. Was man aber auch machen kann, ist die mischen. Und das kann eben dann nochmal eine Möglichkeit sein, um Differenzierung durchzuführen. Gut, es gibt wie gesagt keine allgemeinen Regeln. Aber wenn wir die Schriftart und Farbe variieren, sollten wir damit ungleichartige Dinge bezeichnen. Und wenn wir die Schriftgröße und die Stärke, dann sollten wir damit gleichartige Dinge differenzieren. Ja, also, wenn wir Städte haben, dann können größere Städte mit größerer Schriftgröße und dickerer Schrift genutzt werden. Wenn ändern wir aber die Schriftart und die Farbe, dann sollten das wirklich ganz unterschiedliche Sachen sein. Also man könnte sowas machen wie, okay, Gewässer in Blau mit rückwärts liegend, Serifen und Städte mit Grotesk-Schrift in Schwarz. Ja, dann hätten wir schon eine Differenzierung oder Waldgebiete mit grüner Schrift und so weiter und so fort. Also da können Sie sich sehr gerne inspirieren lassen. Oder alle Höhenlinien beschriftet mit auch im Sepiaton, in dem Höhenlinien ja gerne sind. Gut. Und das sollte alles, diese Variation der Schriftarten und Schriftfarben, der Schriftgröße, der Schriftstärke und der Schriftlage, das sollte alles genutzt werden, um in einer geordneten Schriftsystematik dann einen Zug zu halten, mit der ich dann mein ganzen Ortsnamenschatz und meine Bezeichnungen, meine Funktionen der Kartenschrift auf ein organisiertes Fundament setze. Andere Faustregeln sind, dass Schwarz sich natürlich am besten abhebt. Bevorzugt gerade im CMYK-Druck haben wir nur vier Vollfarben, also Cyan, Magenta, Gelb und K als Kontrast fürs Schwarz. Und die Gewässernamen sind eben oft blau. Das sollte dann dunkler sein als die Gewässer selber. Und sehr dunkle Gewässer können wir dann mit weißer Schrift, ja, das können wir dann machen, so einen o dunklen Ozean, wenn er vielleicht auch nicht nur in Cyan-Varianten, sondern vielleicht sogar im Vollfarbdruck ein bisschen rot oder so ist, dann können wir dann weiße Farbe dick in die Mitte setzen. Atlantischer Ozean, Pazifischer Ozean sieht sehr, sehr, kann sehr, sehr gut sein, aussehen, muss dann aber das Kartenbild ansonsten und die Lage da alles hergeben. Und ganz wichtig ist, all diese ästhetischen Fragen, beziehungsweise all diese informationsordnenden Fragen, die seien, wie sie seien, die Kartenschrift hingegen muss doch in die Situationsdarstellung eingepasst sein. Das heißt, ich darf zwar Teile der Situationsdarstellung bedecken und beeinträchtigen, aber ich muss natürlich trotzdem die Sache einpassen, um möglichst wenig zu verdecken.
Insbesondere Dinge wie Kreuzungen dürfen nicht verdeckt sein. Wichtig ist auch, dass wir nicht zu viel Schrift reinpacken, sondern das, was wir wirklich brauchen. Was wir wirklich brauchen, hängt natürlich vom Zweck der Karte ab. Ist der Zweck der Karte, ein Straßenatlas zu sein oder ein Handatlas, wo ich also möglichst viele Orte drin habe, dann ist das notwendige Maß natürlich relativ hoch. Wie gesagt, der Schriftort muss so gewählt werden, dass Überlagerungen minimiert werden, dass ich also nichts Wichtiges verdecke und ich muss zwar was verdecken, aber ich will möglichst wenig sinnvolle und wichtige Dinge verdecken. Das Allerwichtigste, die Allerwichtigste Platzierungsregel jedoch ist, dass es keinen Zweifel geben darf über die Zugehörigkeit der Schrift zum Kartenobjekt. Das muss immer gewährleistet sein und das ist die Allerwichtigste Aufgabe, die bei den Regeln für die Anordnung der Kartenschrift dann gelten. Um die Kartenschrift gut lesen zu können, müssen wir beachten den sogenannten lesegerechten Stand. Das heißt, wir haben hier diese Faustregel, das haben Sie auch in der Handreichung nochmal drin. Wie soll denn die Schrift ausgerichtet sein? Also von oben nach unten, von links nach rechts. Und da ist es so, dass wir davon ausgehen, dass der Betrachter in der Mitte des Blattes so seinen Betrachtungspunkt hat und so dass sich das Blatt oder der Bildschirm in eine linke und eine rechte Hälfte teilt und auf der linken Hälfte soll die Schrift von links oben nach rechts unten laufen und ab der Mitte dann von unten nach oben. Also einmal von oben nach unten und ab der Mitte von unten nach oben. Und dann an den Rändern dementsprechend, das ist da ja abgebildet, auch links dann nach oben und von rechts dann von unten nach oben, wenn es am Rand ist. Also da folgen Sie dann diesen Pfeilen und das ist natürlich eine wichtige Sache. Hier sehen Sie ein Beispiel, ne? Da Atlantische Ozean fängt auf der linken Seite an, muss also von oben nach unten. Das wäre also ungünstig, die mittlere Variante. Und ganz rechts ist das zu sehr gebogen, ne? Wenn wir im Ozean das Ding dann platzieren, den Atlantischen Ozean. Die Lage zum Netz gibt uns auch einen Hinweis. Wir wollen also einheitlich zu den Breitengraden, normalerweise, wenn wir in den meisten Kartenvarianten wollen wir entweder, dass die Schrift lesbar ist, also die Köpfchen der Buchstaben zum Blattrand ausgerichtet sind, also nach Norden dann meistens. Das ist eine gute Ausrichtung. Und eine ungünstige Ausrichtung sehen wir dann hier unten, wo das alles wild durcheinander geht, gar kein Muster entsteht. Ja? Einen Sonderfall haben wir, wenn wir gebogene Breitengrade haben. Dann sollten wir auch die Schrift gebogen den Breitengradbiegungen anpassen. Das fällt einem aber nicht zwingend auf, eben weil die Buchstabenköpfe dann alle immer noch weiter nach Norden schauen. Das heißt, dass wenn ich den Breitengrade folge, dass ich automatisch dann noch weitere Hinweise über die Nordrichtung, ne? Deswegen brauchen wir auch gar keinen Nordpfeil, weil dann tatsächlich jeder Buchstabe für den Ort ein kleiner Nordpfeil ist. Und da man ja die Erde erwartet, dass sie sich dann da krümmt, unterstreichen wir das, also die Krümmung der Erde, und wir erzeugen eine optische Illusion. Das heißt, wenn man sich nicht selber wirklich klar macht, oh, die Schrift ist da gebogen, dann kommt die einem gerade vor, weil es ja logisch ist, dass sie da gebogen ist, wenn Sie wissen, was ich meine. Gut, also das ist die Regel, so sollen wir es tun. Diese Regeln hat übrigens die Kartografie in vielen Jahrhunderten entwickelt, aber aufgeschrieben und die meisten Abbildungen sind dort von Eduard Imhoff, unserem Kartengestaltungspapst, von dem haben wir schon öfter gehört, werden noch öfter hören und Imhoff hat uns da die Regeln gegeben. Es gibt aber für azimutale Abbildung eine Durchbrechung der Regel, dass wir immer den Breitengraden folgen sollen. Ne? Also wir wollen auf jeden Fall die linke Variante wählen, wir bleiben dann ausgerichtet nach Blatt oben und Blatt unten und pfeifen dann auf die Breitengrade. Ja? Also bei azimutaler Abbildung machen wir das nicht, da wollen wir nicht umlaufende Schrift haben, das würde nämlich mit unserem Lesestand komplett kollidieren und da haben wir keine Lust drauf. Gut. Kommen wir also nach diesen allgemeinen Betrachtungen zur Platzierung bei Punktobjekten. Punktobjekte werden am liebsten beschriftet nach dieser Hierarchie oder nach diesem sogenannten 8-Position-Modell. Man kann es auch als 4-Position-Modell oder es gibt ein 6-Position-Modell. Das häufigste ist das 8-Position-Modell, also wo man sagt, hier sind die beschriftet von 1 bis 8 und damit in ein Ranking gebracht oder in eine Rangordnung. Das bedeutet, als allererstes, wenn ich freie Wahl habe, beschrifte ich ein Punktobjekt ein bisschen unterhalb der Mittellinie auf der rechten Seite. Das ist 1. Dann etwas oberhalb der Mittellinie auf der rechten Seite. Und dann
rechts unterhalb der Mittellinie des Objekts, rechts unten, das wäre die 3. Erst dann gehe ich oben drüber, dann gehe ich unten drunter und erst wenn ich all diese Möglichkeiten ausgeschöpft habe und das nicht tun kann, weil überall was anderes ist, dann erst gehe ich auf die linke Seite. Ja? Und da dann auch erst mittig drüber und dann erst drunter. Ja? Es gibt manchmal Varianten, dass 1 und 2 zum Beispiel vertauscht sind, aber diese Grundidee, dass es erst rechts, dann oben, dann unten und dann links ist, die ist eigentlich in allen Punktpositionsmodellen gegeben. Und das soll auch Ihre Leitlinie sein. Sie können sogar später bei automatischen Lösungen das in ein Geoinformationssystem das da modifizieren und da Werte vergeben. Da werden wir vielleicht noch zukommen. Warum ist das so wichtig? Hier sehen wir ein Beispiel. Wenn wir uns da nicht dran halten, haben wir große Probleme und kann es sehr schnell passieren, je mehr Objekte wir auf der Karte haben, je mehr Städte zum Beispiel, dass die Schriften aneinander geraten und ich nicht mehr differenzieren kann, was ist denn was? Also vielleicht die Namen noch nicht mehr auseinanderhalten, Hannover, Braunschweig, oder nicht mehr weiß, welcher Punkt ist denn jetzt was. Das heißt, unten sehen Sie, wie es richtig gemacht wird und Sie sehen auch sofort, wie viel lesbarer das Ganze ist. Die Sache wird dann komplizierter, je mehr, oder immer komplizierter, je mehr Dinge dann in der Karte auftreten. Zum Beispiel hier eine Grenze. Und da ist es wichtig, dass man sich auf die topologischen Einschränkungen bezieht. Das heißt, die modifizieren unsere Regel. Also normalerweise würden wir jetzt ja beide Städte, östlich und westlich der Grenze, würden wir ja, also in den verschiedenen Ländern oder Landesteilen, die würden wir ja normalerweise dann beide rechts beschriften wollen. Können wir mit der einen, mit der anderen nicht. Oder zumindest nicht so, dass sie nicht über die Grenze geht. Das heißt, wir wollen Orte, die in einem Gebiet liegen, auch in dem Gebiet beschriften und nicht, dass die Schrift in das andere Gebiet, in das andere Land reingeht. Das ist also das, was hier gemeint ist mit topologischen, also Nachbarschaftseinschränkungen. Hier sehen wir ein Beispiel, das müsste Budapest sein. Also das ist Donau, Donauknie, Estergom ist dann hier, dann wäre hier Buda und Pest. Und dann fließt die Donau weiter nach Süden. Und da ist es ganz wichtig, Budapest, da fließt die Donau ja durch. Das heißt, der Name Budapest darf dann auch über die Donau gehen. Es wäre also falsch, jetzt Budapest nur rechts zu beschriften, obwohl ich es kann. Und ich ja gerade eben durfte ich nicht über die Linie drüber. Hier will ich aber unbedingt über die Linie drüber. Die Orte hingegen, die nur auf einer Seite der Donau liegen, die müssen natürlich auf dieser Donauseite dann beschriftet sein. Das ergibt, glaube ich, sehr viel Sinn, muss man sich aber erstmal auch mal klar machen und dem Computer im Zweifel beibringen, wenn man es nicht per Hand macht. Und eine ganz, ganz wichtige weitere Regel ist die Beschriftung von Hafenstädten im Meer, im Ozean, Verzeihung. Also Hafenstädte, Binnenstädte, also Städte, die keinen Hafen und keinen Zugang zur See haben, dürfen nicht im Meer beschriftet werden. Und umgekehrt soll die Schrift möglichst im Meer sein, wenn es um Küstenstädte geht. Also eine ganz einfache Regel wird auch meistens so gemacht, aber je computeriger das wird, desto öfter wird das oder häufiger wird das missachtet. Google Maps zum Beispiel missachtet das oder hat das lange Zeit missachtet. Mal sehen, ob wir da nachher noch ein Beispiel finden. Gut. Wir haben dann rechts hier ein Beispiel, wie dann die alle aneinander ausgerichtet sind. Und wenn sich das jetzt weiterdenken, nördlich von Barcelona kommt ja dann irgendwann Côte d'Azur und so weiter und so fort und Marseille und der Golf kommt gerade nicht auf den Namen, aber Sie wissen, was ich meine, also die französische Mittelmeerküste und da biegt sich das ja weiter um. Das heißt, wir müssen dann gegebenenfalls aufpassen, dass die Drehrichtung sich langsam ändert des Textes. Ja? Ebenso kann es sein, dass Sie schräg gestellten Text, wenn wir zum Beispiel an die Nordküste von Spanien denken, da sind ja dann auch sehr viele Küstenstädte, die kann ich ja nicht alle in Leserichtung dann sauber beschriften, weil die würden ja dann alle ins Land laufen, weil ja die Küste auch von Ost nach West verläuft. Und weil die Namen ja dann alle nebeneinander wären, dann würden die alle sich gegenseitig überdecken. Das heißt, ich würde die dann schräg stellen. Und dann alle so, die würden dann alle sowieso Kerzen oder ein bisschen schräg gestellte, so eine Lanzen oder so aussehen. Gut, das ist, glaube ich, klar. Schauen Sie sich im Zweifelsfall nochmal an. Bei Linien, also das war zu den Punktobjekten, kommen wir jetzt zu den Linienobjekten. Da wollen wir also
entlang eines einigermaßen ruhigen Abschnitts des Linienobjekts sein. Wir wollen ein bisschen Abstand haben. Wir wollen, dass die Füße auf der Linie sind. Wir wollen keinen zu geringen Abstand haben, keinen zu großen Abstand. Wir wollen nicht an zu starken Krümmungen die Beschriftung setzen. Und wir müssen unbedingt verhindern, dass eine falsche Zuordnung stattfindet. Das sehen Sie da, ja. Da darf also nichts, es darf nichts zwischen der Linie, die wir beschriften, und der Linienschrift sein. Und wir wollen die auch nicht unten beschriften. Das ist auch ein beliebter Fehler, wollen wir nicht. Sie sehen, hier haben wir die, das ist eine vorwärtsliegende. In der deutschen amtlichen Kartografie kennen wir dann die rückwärtsliegende Schrift. Der Text soll, wie gesagt, auf der Linie sein und das kann unabhängig dann von der Fließrichtung sein. Denn die Donau fließt ja da von Norden nach Süden, die Schrift läuft aber eben von Süden nach Norden. Das ist also wichtiger, dass die Schrift mit den Füßchen auf der oder nahe bei der Linie ist und nicht mit den Köpfchen, wie bei dem rechten Beispiel. Ebenfalls soll das Ganze nicht getrennt werden auf der Linie. Ne, Mississippi, also links gut, rechts böse. Und das wären erstmal die vereinfachten Sachen zu den linienhaften Objekten. Zur Straßenkartenbeschriftung gibt es noch eine Vielzahl kleinteiligerer Regeln. Die finden Sie dann in der Handreichung, die ich Ihnen dann, also die sollte dann jetzt auch schon hochgeladen sein, wenn Sie das hier hören, dann können Sie sich das da und sollen sich auch bitte dann genau durchlesen. Gut, die flächenhaften Objekte, die können wir natürlich vor allem mit Sperrung, mit gesperrtem Text, also mit einer höheren Spationierung, mit einem höheren Abstand zwischen den Buchstaben machen. Und da ist die, gibt es eine Faustregel, wie weit das sein darf. Das ist hier die Zöpritz-Bludausche Faustregel, die erstmal kompliziert aussieht, aber eigentlich ganz einfach ist. Was haben wir hier als Elemente? Wir haben Y. Y ist die Versalhöhe, also der größte Buchstabe, in dem Fall das S. Das ist der Wert Y. Und der Abstand, also die Sperrung, ist dann der Wert x. Das heißt, x soll nicht größer als die doppelte Versalhöhe sein. Manchmal macht man das trotzdem. Um das rauszufinden, ob das noch funktioniert, müssen Sie halt aufpassen. Sie probieren es aus und dann sehen Sie, ist der Text noch lesbar. Praktisches Beispiel eben dort links zu sehen. Gaußberg ist gesperrt, um eben den gesamten Gaußberg. Der hat ja keine festen Grenzen, aber der ist so grob da in der Gegend, hat einen Gipfel und hat Flanken als Berg jetzt, und was kommt dann da rein? Oder eben so eine Landschaft wie das Aargau, kann man so machen, soll dann aber einigermaßen gleichmäßig aussehen, die Sperrung, und nicht so gebündelt, wie jetzt das im mittleren Beispiel ist. Wenn die zu groß ist und zu kräftig wird, können wir auch eine Hohlschrift benutzen, so die dann noch lesbar ist. Wichtiger Tipp ist, wenn wir das machen und das zum Beispiel mit Inkscape machen, dann ist es besser, die Sperrung per Hand mit Leerzeichen zu machen. Das kann man nämlich dann wirklich kleinteilig und fein austariert machen. Und dass das man nicht automatisch sperren lässt, weil man dann oft nicht, dann hat man zwar rechnerisch die gleichen Abstände, aber die gleichen Abstände müssen optisch nicht gleich aussehen. Und das ist ja dieses grundsätzliche Kerning-Problem, dass also die eine gleichabständige Schrift sieht merkwürdig aus, sondern man muss je nach Form der Buchstaben, wie die aufeinandertreffen im Schriftbild, die Abstände wählen. Und das macht halt eine gute und eine teure Schrift, unterscheidet die von einer günstigen oder automatisch generierten oder einer Schrift mit fester Buchstabenbreite. Gut. Dies ist also als die wichtigsten Platzierungsregeln. Wie gesagt, die sind in der Handreichung nochmal drin und die sollen Sie dann ab jetzt in Zukunft beachten. Die Dichte der Toponyme, die hängt komplett ab von dem Zweck der Karte und die kann man messen in Ortsnamen oder Beschriftungen Toponyme pro Quadratdezimeter. Also 10 mal 10 Zentimeter zählt alle Ortsnamen, die man findet, und das ist dann die Ortsnamendichte. Und die ist verdammt hoch. Und in computergenerierten Karten ist die meistens viel, 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 viel niedriger. Also wenn Sie sich an eine 1 zu 25.000er oder 1 zu 100.000er topografische Karte noch im alten Verfahren gemacht, per Hand sozusagen in Anführungszeichen, dann haben die eben 80 bis 120 Ortsnamen pro Dezimeter Quadrat. Ein Schulatlas, also der Dirke Weltatlas, den Sie zu Hause haben, höchstwahrscheinlich, der hat bis zu 150 Ortsnamen pro Quadratdezimeter. Und die großen Referenzatlanten,
das übelste und schärfste Ding ist da der Andresche Atlas. Oder nee, Quatsch, der Stielersche Atlas. Das ist der übelste, den ich bis jetzt gefunden und ausgezählt habe. Da geht das halt hoch bis 500 Namen pro Quadratdezimeter. Also eine unglaubliche Dichte an Ortsnamen. Die, da kann man sich dann fragen, kann man das überhaupt noch lesen? Ja, man kann. Wie sinnvoll ist das? Nein, das muss dann ja, der Verlag dann im Endeffekt entscheiden. Je mehr ich aber Ortsnamen in einem Atlas reinkriege, desto dicker wird der Index, also das Ortsregister hinten, wo ich halt nach Ortsnamen suchen kann. Und ein Kaufkriterium, zumindest früher von alten Leuten war, wenn oder älteren Leuten, wenn die in eine Bücherei gegangen sind oder in einen Buchladen oder und haben dann gesagt, okay, ich bin hier aus Klein-Kleckersdorf und wenn mein Ort, oh, mal sehen, ob das ein guter Atlas ist, der ist dann gut, wenn mein kleines Dorf da auch drin abgebildet ist. Und haben die halt hinten geguckt und wenn sie da ihren Ort gefunden haben, dann war das ein guter Atlas. Oder, anderes Beispiel, damit wurde auch Werbung gemacht. In der Schule haben wir auch einen da stehen, wo dann das aufgedruckt ist. Über 75.000 Ortsnamen, ne? Jetzt mit mehr Ortsnamen. Das war also ein Qualitätskriterium. Deswegen hat man das eine Zeit lang getrieben und im Kupferstich konnte man das am extremsten treiben. Das hat zum Beispiel der Stieler damals gemacht. Ne? Also das ist, ergibt sich aus dem, was ich alles gesagt habe. Und bei thematischen Karten, das ist ja das, was uns am meisten zurzeit interessiert, können wir Ortsnamen eigentlich sehr sparsam einsetzen. Nur das, was wirklich zu sehen ist, also wir wollen keine Stadt unbeschriftet lassen, zumindest in der gleichen Hierarchieebene, und da brauchen wir das ja nur für die allgemeine Orientierung, sodass wir dann Platz haben für die Mengenangaben und was nicht alles erläuternden Texte, die wir brauchen für unser Kartenthema. Gut, ganz kurze Pause. So, da sind wir wieder. Wo sind wir? Ja, also die Schriftnutzung ist themaabhängig. Also vielleicht ist das Thema auch, braucht auch eine ganze Menge. Aber Sie sehen, es gibt ein großes Spiel von ganz dünn beschrifteten Karten bis zu unglaublicher Dichte. Da ist also eine Menge möglich. Diese ganzen Variationen sollen natürlich, also der Schriftform, das hatte ich ja schon eingangs erwähnt, sollen in einer logischen oder einheitlichen Schriftsystematik münden. Hier ist ein Beispiel aus dem Alexanderwelt, das ist auch eine Art Schulatlas aus den späten 70ern, aber so ist das auch in aktuellen Atlanten. Hier ist tatsächlich, also es ist auf jeden Fall eine Grotesk-Schrift, eine einigermaßen schmale, und die wird eben variiert über die Einwohnerzahlen. Sehen Sie, hier auf der linken Seite zum Beispiel München, Frankfurt, Mannheim, also mit den verschiedenen Einwohnerklassen, da wird erst die Schriftgröße geändert. Und hier wird dann tatsächlich zwischen Aurich und Alzey wird sogar die Schriftdicke geändert. Ja? Also da wird dann von einer Bold oder einer Fett auf eine normale Schriftart gewechselt. Und wenn wir schauen, Mannheim-Waldhof und Tegernsee, da sehen wir sogar, dass die Schriftbreite, das wird von einer normal laufenden zu einer eng laufenden Schriftart geändert. Also das bleibt aber alles in Schwarz und alles in Grotesk, in der gleichen Schriftart. Und damit kann ich eben diese Gliederung schaffen. Hier ein Beispiel aus dem schweizerischen Mittelschulatlas, der persönlich unter der Ägide von Eduard Imhoff gemacht wurde. Und hier sehen wir, der große Meister kann auch seine eigenen Regeln mal brechen. Sie sehen also hier überall Serifenschrift bei der Schwyz in den verschiedenen Größenkategorien. Aber dann ab 1 zu 100.000 wird es auf einmal, ein Versalien, also nicht Kapitelchen, keine kleinen Großbuchstaben, sondern große Großbuchstaben, also komplett Versalien. Und das durchbricht noch nicht die Regeln, aber in den Karten 1 zu 1 Million, da ist die allerletzte Stufe hier mit einer Grotesk-Schrift, ja, und keine Serifenschrift mehr. Also die allergrößten Städte sind dann mit Grotesk-Schrift und ansonsten alles die Variation, wie wir sie gelernt haben. Gut, also vor allem die Schriftgröße, aber auch eine Schriftart, ne? Also hier noch vorwärts liegend und dann normalständig und dann Großbuchstaben und immer größer. Gut. Hier ausgiebige Beispiele aus dem Musterblatt der topografischen Karte DDR, beziehungsweise im Auszug daraus, der in dem Heft oder in dem Buch Militärtopographie von 1982 zu finden ist. Und hier können Sie ausgiebig sehen, wie
zum Beispiel diese super groteske Schrift dann da variiert wurde in den verschiedenen Maßstabsbereichen. Also hier einmal über Größe, das sehen Sie, aber hier wird dann eben auch differenziert. Okay, Stadtteile und Wohnplätze, die sind dann in Kursiv gedruckt, eben um den Unterschied zu einem richtigen Ort zu sehen. Wir sehen in, ja, das wird also ziemlich weit durchexerziert. Das ist also auch in den verschiedenen Kartenmaßstäben 1 zu 25.000, 50.000, 100.000 überall dann gleich, mit bisschen Varianten in der Schrift, Größe. Und hier sehen wir dann Farbvariationen, Unterwasserrelief, schiffbare Gewässer. Die sind jetzt nicht mit der rückwärtsliegenden gemacht worden. Und hier sehen wir viele Beispiele für quantitative Angaben. Ne? Die können nämlich auch bedeutend diffiziler sein, als wir das als wir das in der normalen topografischen Karte heutzutage vielleicht gewohnt sind. Da hat die DDR sich zum Beispiel die Mühe gemacht, auch Wälder zu bezeichnen mit durchschnittlicher Stammdicke, mit der Beschriftung, dass hier vor allem Fichten sind und mit sozusagen durchschnittlicher Abstand zwischen den Baumstämmen. Das wurde eben gemacht, um zu kartieren und zu gucken, kann ich da mit meinen Panzerfahrzeugen durch oder nicht. Oder hier haben wir fließende Gewässer mit Fließgeschwindigkeiten und so weiter und so fort. Schleusen mit Schleusenzeiten, Staumauern wäre, Einwohnerzahl von Städten und Landgemeinden 1000, die kann ich auch in die Karte bringen. Das ist also alles möglich und dafür das eben hier schöne Beispiele. Die können sich dann in Ruhe mal anschauen. Hier sind aber noch mehr Zahlen, noch mehr quantitative Angaben und hier sind dann auch Angaben zur Widmung von Straßen, also die A7 ist dann die Europastraße 22 und so weiter und so fort. Länder, all diese Dinge. Also da können Sie mal schauen, was da alles so drin ist und natürlich in die normalen Musterblätter jetzt gesamtdeutschen TK können Sie natürlich auch reinschauen. Gut, zu diesen Anmutungsqualitäten gibt es einen Film, ganz berühmt, der sich mit der Schrift, nur mit der Schrift Helvetica befasst. Beziehungsweise andere Schriften sind natürlich auch Teil dessen, aber Helvetica ist ja die groteske Schrift, diejenige Schrift, die am meisten revolutionären Charakter hatte, nicht im politischen Sinne, aber im ästhetischen Sinne. Und ganz viele Designer haben eine ganz starke Meinung dazu. Und diesen Film, den kann ich Ihnen, oder den lege ich Ihnen jetzt ganz nah ans Herz oder kann Ihnen wärmstens empfehlen, dass Sie sich den anschauen. Und dort können Sie zu diesem Problem der Anmutungsqualität und der Mode, also etwas, was ganz frisch und neu und schick und frisch habe ich schon gesagt, aussah, kann dann auch irgendwann abgedroschen wirken. Ja, und das wird da auch behandelt. Da zur super grotesk, zur DDR hatte ich ja schon was gesagt. Das brauchen wir dann an der Stelle nicht. Gut, also das soweit erstmal zu den Anmutungsqualitäten, ästhetischen Aussagen von Schriften. Das wird dort vertieft und da haben Sie dann jetzt den ersten Einstieg. Wollen wir uns noch kurz damit befassen, ja, also dieses ganze Schriftplatzieren und Schriftsystematik machen, das dauert unglaublich lange und das hat bis zu 80% der Kartenproduktion des Aufwandes hat die Schriftplatzierung in Anspruch genommen, je nachdem, wie viele Karten, also Toponyme ich dann überhaupt zu setzen habe und so weiter und so fort. Aber das kann also problemlos die Hälfte der realen Arbeit bei manueller Tätigkeit einnehmen. Das heißt, dass die Bestrebungen, das zu automatisieren, sehr, sehr groß waren und sind. Und da hat man auch ganz gute Fortschritte gemacht und ich will Ihnen kurz erklären, wie macht der Computer denn das? Denn das Problem ist ja, dass man ganz viele verschiedene Dinge miteinander in Beziehung setzen will. Und hier mal ein Beispiel. Ein bisschen abstrakter. Ich will zwei Orte beschriften. Das eine ist eine Binnenstadt, das andere eine Hafenstadt. Das ist mein Input. Ja? Ich habe also meinetwegen einen Shapefile oder anderes Geodatenformat und habe dort eine Attributtabelle und habe Koordinaten und einen Namen. Ne? Also Hammersmith XY-Koordinate und Pokémon XY-Koordinate und einen Namen. So. Dann erzeugt eine automatische Schriftplatzierungsengine, sagt man, und sowas ist zum Beispiel auch in QGIS oder in ArcGIS ist das sowas eingebaut. Also in ArcGIS ist zum Beispiel Maplech eingebaut, in QGIS sind jetzt mehrere Varianten eingebaut. Das sind Schriftplatzierungsengines und die funktionieren alle so ungefähr so ähnlich, wie ich das jetzt gerade erkläre. Zuerst werden
Candidate Positions generiert, also erzeugt, also Kandidatenpositionen. Das heißt, für diese Objektklasse, in dem Falle Punktobjekte, werden dann nach irgendeiner Vorschrift mögliche Positionen erzeugt mit Geometrie und dahingestellt. Ja, also in dem Falle dann das 8-Positionen-Modell und die werden alle erstmal stumpf erzeugt. Und dann werden die bewertet. Und da hängt quasi das große Know-how drin, da hängt die Kartografie drin, dass ich diese nach bestimmten Regeln, gebe ich denen einen Wert von 0 bis 1. 0 ist komplett ungeeignet und 1 wäre perfekt geeigneter Schriftplatzierungsort. Und das wird aber erstmal einzeln gemacht für die Position ohne Ansehen der anderen. Das heißt also, Hammersmith ist, da sind die ganzen rechten Beschriftungen alle sehr niedrig. Warum? Weil hier in dieser Bewertungsfunktion eingebaut ist, dass er schaut, was ist im Hintergrund. Und im Hintergrund ist Meer, aber wir dürfen ja eine Binnenstadt nicht im Meer beschriften. Diese Regel ist ja also umgesetzt. Das heißt, alles, je weniger Meer ich überstreiche mit diesen Buchstaben, desto höher wird es bewertet und danach wird es dann nochmal modifiziert, das Ergebnis oder durch die Position. Und da ist natürlich oben und unten, oben und drüber, also oben drüber und unten drunter höher zu bewerten als die ganzen linken Varianten. Und aus der Gesamtgemengelage wird dann eben dieser Score für jede Position errechnet. Bei Pokémon ist dann noch ein bisschen anders, ne? Da haben wir ja eine Hafenstadt. Das heißt, das Ganze ins Wasser zu packen, wird sehr, sehr hoch nochmal bewertet. Und die Sachen an Land zu packen, kriegen nochmal eine doppelte Strafe. Gut. Und das wird dann für alles gemacht, auf der gesamten Karte. Ne? Für alle Millionen von Orten oder was es da alles gibt. Und dann werden Positionen gewählt. Das ist die Position Selection. Und das ist so ein bisschen eine Blackbox, da passiert Zauberei, weil diese Werte müssen dann für die gesamte Karte, die beschriftet werden soll, insgesamt maximiert werden. Also da werden dann sogenannte Solver eingesetzt oder Optimierungsverfahren wie Simulated Annealing oder Popmusic und so weiter und so fort. Also ganz viele verschiedene Optimierungsverfahren, die dann losgelassen werden können, sobald ich alle Lösungen habe und die alle mit Punkten versehen habe. Das ist dann keine Kartografie mehr, sondern das ist dann Informatik, die blanke Informatik, die dann uns aus allen möglichen Kombinationen, ich habe ja 6x6, 36 Varianten kann ich wählen, aus denen kann ich wählen, ne, 8x8 sind das, Entschuldigung, 64, 8x8 sind, ja, 64 sind das, ne, 8x6 sind 64, so, also 8x8 sind 56 natürlich. Jetzt bin ich komplett bekloppt. Naja, Sie wissen, was 8x8 ist. So, wo war ich stehen geblieben? Jetzt habe ich mich selber verwirrt. 8x8 sind 64, so, ne? Genau. Genau, 64. Oh, weia. Also, die 64 Optionen, da werden jetzt die zwei rausgewählt, die über die Gesamtkarte dann den höchsten gemeinsamen Wert haben. Und das wäre halt 0,2 hier. Also 0,5 plus 0,7. Okay. Und dann wird das gedruckt und das ist dann unser Output. Gut. Zusammen kann man das dann alles so sehen. Wir haben Input, die Kandidaten werden erzeugt, die werden evaluiert, dann werden die ausgewählt mit Informatikzauberei, Optimierungsverfahren und dann wird das auf die Karte gebracht. Bei Inseln kann ich Ihnen das auch nochmal erklären, da sieht es dann ein bisschen anders aus, nur als Beispiel eben dafür, dass es nicht nur Punkte gibt, sondern auch Flächen beschriftet werden können und dass da, wie gesagt, andere Regeln gelten. Wenn wir jetzt mal sagen, wir haben eine Insel hier, die heißt Gygax und die wollen wir beschriften. Wie können wir das machen? Na, wir müssen erstmal Kandidaten erzeugen, das ist aber nicht so klar, ja, wie werden die denn gemacht bei Inseln? Naja, hier in dem Fall wollen wir sie außerhalb beschriften, die Inseln. Das heißt, wir brauchen Kandidaten irgendwo in der Nähe der Küstenlinie. Dazu machen wir erstmal eine Minkowski-Summe zwischen dem Inselumriss und einem Kreis. Und diese Minkowski-Summe, Kreis plus das ist quasi nichts anderes als ein Puffer. Und dieser Puffer, der ist jetzt unsere rote Linie. Und auf dieser roten Linie, da schicken wir eine Ebene durch und die in bestimmten Abständen schicken wir diese Ebene, die sogenannte Plane Sweep, durchstößt der die diese rote Außenlinie, diese gepufferte Linie. Und dort machen wir mit den grünen Markierungen, machen wir uns erstmal Ankerpunkte. Dann haben wir halt 6 Ankerpunkte. Und dann ist die Regel, dass wir auf diese Ankerpunkte normalen Fällen, das sind diese kleinen Pfeile, und entlang, da wo dieser Pfeil dann hinzeigt, dort wählen wir dann wieder
nach einem gewissen Positionenmodell aus, also nach so einem Drei-Positionen-Modell. Ja, das ist dann wie eine Punktbeschriftung. Wir machen also aus der Flächenbeschriftung eine Menge von Punktbeschriftungsproblemen. Und dann werden die alle bewertet. Hier wurde die Bewertungsfunktion gewählt, eine ganz einfache, und zwar die lineare Entfernung zum Zentroid. Das Zentroid dann hier lila. Und dann sehen wir, dass Geigex hier unten dann am nächsten rankommt und dann den höchsten Wert bekommt. Dadurch, dass wir aber den Offset haben, also diese rote Linie, und es nicht auf der schwarzen machen, können wir sicherstellen, dass der Buchstabe immer genug Abstand hat zur Insel selber. Dann geht das wieder in die Blackbox, also wird das optimiert für alles, weil das hier sehr, sehr einfach ist, weil einfach nehmen einfach das Höchste und es gibt keine Konflikte mit irgendwas anderem. Und dann steht die Inselbeschriftung hier. Und durch die Distanzfunktion, also dass man nur die Distanz zum Zentroid nimmt, geht man halt in solche U-Formen rein und das ist dann für eine Beschriftung von außen von Inseln ziemlich gut. Okay, also da haben Sie jetzt ein Gefühl dafür, was im Hintergrund abläuft. Wichtig ist eben, dass diese Bewertungsfunktion, dass darüber das kartografische Know-how reingeht und wie man das dann in QGIS zum Beispiel einstellen kann, das werden wir dann in Zukunft auch nochmal machen. Aber jetzt ist ja erstmal sozusagen die Verarbeitung dieses Wissens dran und die Beschriftung Ihrer Südamerika-Karte per Hand. Gut, Beispiel für automatische Schriftplatzierung, das machen wir dann, wenn ich Ihnen das bei QGIS dann nochmal zeige, beziehungsweise, Moment, ich habe ein paar, kann ich Ihnen eben noch zeigen, habe ich das hier. Ja, wir können mal schauen, OpenStreetMap beschriftet die Philippinen so, Google Maps beschriftet die Philippinen so und so hat das zum Beispiel unser Algorithmus beschriftet, den wir damit, also den Maxim Rühloff entwickelt hat, wo ich ein bisschen helfen durfte. Da haben wir dann auch mal einen Preis für gewonnen, dass also was aus automatischer Schriftplatzierung rauskommen kann. Eine viel höhere Schriftdichte als im gleichen Maßstab bei Google Maps oder bei OpenStreetMap. Ne? Aber wie gesagt, das können wir uns im Detail dann nochmal anderweitig angucken. Und hier ein paar Quellen. Eine der wichtigsten, die man einfach so lesen kann, ohne was von Mathe oder Computern zu kennen, ist die Anordnung der Namen in der Karte. Und ansonsten, wie gesagt, Sie kriegen die Handreichung und die Folien und dann sollten Sie schon ganz gut dabei sein. Mit vielen Abbildungen ist auch versehen von Wood 2000 Descriptive Illustrated Guide for Tile Placement on Small Scale Maps. Das ist gerade für thematische Karten durchaus interessant. Kann man mal reingucken und die Abbildung versteht man auch, wenn man in Englisch nicht so viel umgehen kann. Gut, dann herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis demnächst.